das kann interessant werden. Ja, und andere Kleidungsstücke, da müssen wir mal gucken, dass wir hier im Weltchat jemanden finden, der uns so etwas herstellen kann. Oder müssen einen anderen Char hochziehen. Habe ich aber keinen Bock zu. Boah, ich vermisse hier wirklich eine Spielerin von dem Server Freeport. Die war so genial beim Craften. Die hatte wirklich für jeden Bereich einen Char gehabt. Alles auf Level 90. Mittlerweile geht er 92. Aber damals Höchstlevel. Und egal, was du brauchtest, die hatte jedes Rezept. Die hatte auch ständig rare Materialien da gehabt. Klar, entweder hast du die selbst wieder danach gesammelt und dir gegeben oder halt dafür bezahlt. Aber so genial, du hast so schnell deine Sachen bekommen. Ja klar, wenn man in einer Gilde ist, ist das auch wieder ein bisschen anders, als wenn man jetzt hier irgendjemand anspricht. Aber die war richtig gut drauf. Die kannte jede Menge Tipps und Tricks da. Genial. Und irgendwas haben die wohl im Crafting-System geändert. Ich weiß gar nicht was. Ich habe mir den Dialog nicht durchgelesen. Die haben die Patch-News mal als so eine Art Dialog gemacht. Oder ist ein Dialog, ist nicht so eine Art Dialog, sondern ist ein Dialog. Und zwar haben die sich da mit dem Typen unterhalten von Sony Online Entertainment, der fürs Design in dem Bereich zuständig ist. Das müssen wir jetzt noch killen. Moment. Killen. Ich muss ihn werfen. Nee. Hier? Du? Du? Nee. Ah, hier. Ich glaube, das sind die fliegenden Dinger. Was wollte ich jetzt? Was wollte ich denn? Achso, einmal kurz hier Kaladin. Die Quest einmal ausschalten. Gefallenes Tor. Boah, da gehen wir gleich mal hin. Er wird bestimmt voll sein. War einfach mal spaßeshalber. Oh, nein, nicht zwei Stück auf einmal. Was war ich gerade am Erzählen gewesen? Ach ja, in dem Crafting-System, das haben wir wie einen Dialog gemacht mit dem Typ, der dafür das Design wohl zuständig ist in dem Bereich. Und, muss ich mir noch durchlesen. Ich habe keine Ahnung, was sich da jetzt getan hat. Aber ich glaube, großartig viel ist das nicht. Gab schon mal mehr. Können wir... Jo. Können wir untersuchen. So. Nein, das sind die falschen. Noch so ein Raubjäger. Ich glaube, wenn wir das hier fertig haben, gehen wir einfach mal rüber zu dem Gefallenen. Ein gefallenen Tor heißt das, glaube ich, ne? Gefallenen Tor? Gefallenen Tor? Ne, gefallenen Tor. Hatte ich aber auch, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich da eigentlich hin wollte. Hat es da aber gar nicht getan. Bei mir läuft hier gerade nebenbei Fernsehen. Und der Name Roswitha wurde erwähnt. Also ich habe den in letzter Zeit so häufig gehört. Ich finde den... Sorry für alle Leute, die Roswitha heißen, aber ich finde den Namen irgendwie schrecklich. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie ist der... Ich kann den Namen auch gar nicht einschätzen. Irgendwie stellt man sich ja zu dem Namen irgendeine Person vor. Ja toll, tot. Das kommt davon, weil man lästert. Aber zu dem Namen überhaupt nicht. Nochmal ein Schluck Wasser. Ne, hier reines Wasser mit ein paar Prozenten. Ne? Also alles jugendfrei. Also ein paar Prozente mehr Mineralien.
Ja, werden wir jetzt hier nicht wiederbelebt, Söldner? Ach, der ist noch am Kämpfen. Oh-oh. Oh-oh, das sieht knapp aus. Nicht unser Söldnertod. Na, was meint ihr? Warum habe ich jetzt über Steuerung auf der linken Seite? Oh, ja, wir haben gewonnen. Finde ich gut. Ich brauche unbedingt neues Mikro. Ja, wiederbelebt werden wäre gut. So, Knirpsi, hier und mal so wiederbeleben. Hier, das da. Muss ich mir noch glatt mal ein bisschen Wasser hier nachschütten. Das ist immer so umständlich, wenn ich die Flasche öffnen muss und aus der Flasche trinken muss. Zumindest hier, wenn ich jetzt ein Headset auf habe. So. Und ein größeres Glas bräuchte ich auch. Ja, wann kannst du es immer wieder benutzen? Alle 30 Sekunden. Okay, das heißt, wir sollen jetzt 30 Sekunden warten, bis du uns wiederbelebst oder belebst uns noch gar nicht wieder. Das habe ich auch nicht so kapiert. Manchmal wird man einfach nicht von diesem Typen wiederbelebt. Ja, komm. Wiederbeleben. Einmal so richtig durchhusten. Moment. So, hoffentlich ist es jetzt besser, zumindest länger besser. Yeah, wir haben... Oh. Mal kurz gucken. Klar wechseln. Hat ein Int, ein Mint mehr, wollte ich gerade sagen. Ein Int mehr. Ein Int mehr, also jetzt hier auch nicht meeresmäßig, sondern einfach nur Int. Können wir auch noch mal kurz töten, können wir auch direkt abgeben. Und dann, wie versprochen, einmal kurz gefallen, Tor. Fallen Gates. Oder Fallen Gate, ne? Heißt das. Ich mag die Zone übrigens, Fallen Gate. Mittlerweile kenne ich mich doch so ein bisschen aus. Oder zumindest verlaufe ich mich nicht mehr so extrem. Im vorderen Drittel, im hinteren... ist man alleine so selten. Und häufig schafft man es auch gar nicht, da großartig durchzugehen, bevor man ja aus dem Levelbereich wieder raus ist. Ja, dein Wunsch war auch noch speziell Erbequests und halt Mounts und bla bla bla. Mounts, ich kenne, also hier Reittiere, ich kenne drei Quests. Zwei davon sind im High-End-Level-Bereich. Nee, vier. Aber das eine können wir nicht machen, weil wir da aus der falschen Richtung kommen. Also es wäre eine Anfangsquest gewesen von einer anderen Zone. Hier kenne ich eine in den Taklotzbergen. Dann habe ich gehört, in Tengelbrus Tengel sollte noch was sein. Da muss ich aber nochmal genau nachgucken. Erbequests werden wir, wie gesagt, halt so weit wie möglich machen. Werden wir aber Gruppen teilweise brauchen. Ich würde ungern jetzt hier einfach mal so schreiben, so, hey, ja, hier, let's play, wer hat Bock? Sondern zumindest noch so ein oder zwei Personen, die ich kenne, die eine Gruppe haben. Das kann aber noch ein bisschen dauern. Ja, ein bisschen schwer zu erklären, warum. Deshalb lasse ich es jetzt einfach mal, aber da müssen wir mal gucken. Boah, so kurz vor Level Up und wir hauen jetzt hier wieder ab. Wir rennen auch eigentlich immer nur hin und her, fällt mir gerade so auf. Aber ich hoffe, dass wir in der Instanz, oh, oh, nicht runterfallen, weiterkommen. Und damit nicht sterben. Scheiße.